Das Gericht hat heute sämtliche Klagen, die noch anhängig waren, abgewiesen. Das heißt, dass der Planfeststellungsbeschluss, so wie er im Januar 2019 erlassen worden ist, bestandskräftig ist und ab heute vollziehbar ist. Wir haben wirklich in allen Verfahren gewonnen. Von daher ist es echt ein Riesenerfolg und eine ganz, ganz große Erleichterung für uns heute. Die Entscheidung ist echt vor allen Dingen für das Land Schleswig-Holstein und den Vorhabenträger ein Riesenerfolg, denn jetzt kann tatsächlich gebaut werden. Das heißt, die haben Baurecht, die können unmittelbar anfangen. In Dänemark ist ja auch schon angefangen worden mit der Bauvorbereitung. Und jetzt kann Schleswig-Holstein nachfolgen. Damit hat fast keiner gerechnet, muss man wohl ganz ehrlich sagen. Von daher ist das auch für das Land natürlich eine Riesensache. Toll ist, dass das Bundesverwaltungsgericht bestätigt hat, dass unsere Mandantin, die Mitarbeiter des Landes Schleswig-Holsteins, absolut fehlerfrei und hervorragend gearbeitet haben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht bestätigt und das ist auch ein großes Kompliment an die Genehmigungsbehörde und an unsere Mandantin. Ja, wir haben ja heute nur einen Ausschnitt der Gründe gehört. Besonders wichtig waren für uns natürlich die Ausführungen zum Staatsvertrag. Das war absolutes Neuland, kann ein solches Projekt tatsächlich durch einen Staatsvertrag gerechtfertigt werden. Dieser Staatsvertrag ist in der Bundesrepublik Deutschland durch Bundesgesetz umgesetzt worden. Niemand anderes als der Gesetzgeber höchst selbst hat diese richtige Entscheidung getroffen. Und deswegen ist nicht der Einwand möglich, dass die demokratische Legitimation lückenhaft oder nicht intensiv genug sei. Der Vorsitzende hat in seinen Entscheidungsgründen zweimal betont, dass man einem Vorhabenträger kein wissenschaftliches Forschungsvorhaben aufoktroyieren kann. Das kann man von ihm nicht verlangen. Diese Tendenz hatten wir in den letzten Jahren in Deutschland. Wir wurden immer kleinteiliger bei diesen großen Vorhaben, weswegen wir auch große Vorhaben nicht auf Anhieb mehr durchgebracht haben. Und ich habe das Gefühl, dass wir heute tatsächlich erlebt haben, dass es eine kleine Wende in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gegeben hat. Ich glaube, das ist mit das umfangreichste Verfahren, was wir tatsächlich auch in Deutschland gehabt haben. Hier sind 5 Tage lang Verhandlungen gewesen vom Bundesverwaltungsgericht. Das ist wirklich eine Seltenheit. Durch die Anzahl der Klagen und vor allem die Anzahl der Teilnehmer, die angekündigt waren, und das kombiniert mit den Corona-Abstandsregelungen, hat hier nicht der große Saal gereicht, sodass wir dann die ersten 2 Wochen in der Kongresshalle am Zoo verhandeln mussten. Wir haben die Planfeststellungsrechtler, die das Verfahrensrecht beherrschen. Es sind Kolleginnen und Kollegen für die Grünen Themen da gewesen. Es sind straßenrechtliche Fragen, es sind verfassungsrechtliche Fragen, finanzverfassungsrechtliche Fragen. Und wir haben das ganze Portfolio sozusagen an Bord und auch zum Einsatz bringen können. Und das ist das, was dieses Verfahren so anspruchsvoll, aber auch so schön gemacht hat, weil wir im Team arbeiten konnten. Ohne dieses Team, was wir gehabt haben, hätten wir das überhaupt nicht bewältigen können. Und das hat mich auch so gefreut, dass unsere Sozietät ein solches Vorhaben wirklich wuppen kann. Dass wir in der Lage sind, ein solches Großverfahren durchzuführen. Wir haben einfach tolle Anwältinnen und tolle Anwälte, mit denen man gut zusammenarbeiten konnte. Und in diesem Maße habe ich das auch nicht erlebt. Und das ist genau das, was uns auszeichnet und das, was wir brauchen, dass wir solche Verfahren im Team einfach lösen können.